So, hallo, da bin ich wieder. Ich melde mich mal zurück nach längerer Abstinenz. Ich habe heute mal ein bisschen was anderes gemacht. Es geht auch wieder um Sprache, aber diesmal ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, abstrakter. Und zwar geht es diesmal um Übersetzungstaktik und Übersetzungstipps. Und ich persönlich bin ein Vertreter der Auffassung, dass das Wichtigste an einem Satz innerhalb jeder Sprache eigentlich immer das Verb ist. Und deswegen heißt mein heutiger Themenschwerpunkt Verben bzw. Prädikate. Verb ist ja eine Wortart, so wie zum Beispiel auch Nomen oder Substantiv oder Adjektiv Wortarten sind. Und das Prädikat ist ein Satzteil, der durch die Wortart Verb, ja, erfüllt oder besetzt wird. Ich habe hier diesen kurzen Merktext gemacht, den könnt ihr euch mal kurz durchlesen. Der Begriff Verb bezeichnet eine Wortart. Die Wortart Verb kann in einem Satz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Für die Übersetzung von Sätzen ist das Prädikat der wichtigste Satzteil, der durch Verben besetzt wird. Das Prädikat bildet die zentrale Verknüpfungsstelle eines jeden Satzes und enthält je nach Sprache unterschiedliche Informationen. Ich habe darunter mal Beispielsätze in vier verschiedenen Sprachen gemacht. Einmal, also zwei indogermanische Sprachen, eine sino-tibetische und japanisch. Und da sehen wir dann, was für unterschiedliche Informationen in Sprachen unterschiedlicher Fasson innerhalb eines solchen Prädikats stecken können. Ja, wie gesagt, es gibt vier Beispielsätze. Ich bin eigentlich gebeten worden, diese Übersetzungshilfen, Tipps, Taktiken fürs Lateinische zu machen. Und ich habe hier auch einen lateinischen Beispielsatz als erstes gleich gewählt. Ganz bekannte Redewendung, veni, vidi, vici. Das liegt einfach daran, dass das Lateinische extrem viele Informationen in seine Verben packt. Das ist nicht immer unbedingt in allen Sprachen der Fall. Es gibt manche Informationen, da kann man sich bei jeder Sprache immer darauf verlassen, dass die drinne steckt. Aber das Lateinische ist halt sehr großzügig in seiner Informationsvergabe in Bezug auf die Verben und deswegen habe ich damit einfach mal angefangen. Genau. Veni, vidi, vici. Ich bin gekommen, ich habe gesehen, ich habe gesiegt. Wird ja oft als ich kam, sah und siegte übersetzt. Das wäre imperfekt. Aber wir haben ja im Lateinischen als Tempus den Perfekt. Und weil wir das Glück haben, dass es dieses Tempus in beiden Sprachen, Deutsch und Latein, gibt, sollten wir das auch möglichst genau übersetzen. Gut, ich werde jetzt einfach mal mit dem Veni anfangen. Die anderen beiden sind ja parallel dazu aufgebaut. Und wer Latein in der Schule hatte, der weiß, dass man, wenn man die Verben bestimmt, das immer in einer bestimmten Form macht. Und zwar sagt man halt die ganzen ja, Eigenschaften, die diese Verbform hat, hintereinander an. Und für Veni wäre das zum Beispiel erste Person Singular, Indikativ, Perfekt, Aktiv. Das heißt, da stecken also fünf Informationen in dem Verb veni drinne. Erste Person, das heißt, wir wissen, ich oder wir handeln. Singular sagt uns dann, dass es ich ist, also veni, ich mache irgendwas mit kommen. So, erste Person Singular. Indikativ, das ist der Modus des Verbs, also auf welche Art und Weise wird die Aussage getroffen. Der Indikativ trifft ja eine konkrete und direkte und wahre Aussage. Also, ich komme. Erste Person Singular, Indikativ. Dann haben wir Perfekt. Das zeigt uns im Fall des Lateinischen das Tempus an, die Zeit. Also, ich bin gekommen. Und als letztes haben wir die Diathese, also die Ausrichtung der Handlung. Das ist aktiv, das heißt also wirklich, ich bin gekommen, nicht ich wurde gekommen, das wäre ja passiv, oder es hat mich gekommen sozusagen, das wäre dann ja, Medium.
gibt nämlich verschiedene Diathesen. Wir kennen im Deutschen ja nur aktiv und passiv, aber andere Sprachen haben auch andere Handlungszustände. Genau, das wäre halt das Beispiel für das Lateinische, wo wir halt fünf Informationen haben, die uns zeigen, also die uns das Verb gibt. Gut, als nächstes Beispiel haben wir dann eine sino-tibetische Sprache, Chinesisch. Ich lese mal kurz vor. Ma xianshen kan shu. Also, Herr Ma liest ein Buch. Das Verb hier, ein sehr allgemeines, zeige ich mal drauf, weil ich jetzt mal nicht erwarte, dass es unbedingt jeder kann, ist kan, sehen. Und im Chinesischen ist es so, dass so gut wie keine Informationen im Verb selber drin stecken, was einfach daran liegt, dass Chinesisch eine isolierende Sprache ist und dass die einzelnen Wortarten sich innerhalb eines Satzes nicht verändern. Also es werden die Dinge ja eigentlich nur in einer logisch sinnvollen Verknüpfung und Reihenfolge hintereinander gestellt. Sie werden aber nicht flektiert. Das heißt also, man kann an der Form eines bestimmten Wortes nicht seine Funktion im Satz erkennen, weil es schlicht und ergreifend nur eine einzige Form für jedes Wort gibt. Die Chinesen handeln da ein bisschen anders. Die haben Partikeln, die sie anhängen oder die sie dazu schalten, um dann anzuzeigen, gegebenenfalls, welche Funktion ein Wort im Satz hat. Oder man macht es halt einfach über die Syntax, also die Stellung der einzelnen Bestandteile des Wortes im Satz. Also hier haben wir das Verb kann sehen oder lesen. Und wenn wir ins Wörterbuch gucken, sehen wir, dass es ein transitives Verb ist. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen, auf die Transitivität und auf die Valenz von Verben. Das heißt also, wir wissen, wenn wir das Wort oder das Verb kann haben und es in einem Satz als Prädikat auftaucht, dass es sowohl ein Subjekt als auch ein direktes Objekt haben muss. Und hier ist das direkte Subjekt, ist das Subjekt halt Ma Xianshe, also Herr Ma, und das direkte Objekt ist Shu, das Buch. Ein anderes Beispiel, da habe ich jetzt mal Japanisch genommen als agglutinierende Sprache, noch eine andere Art von Sprache oder ein anderes Sprachsystem. Es ist ja, agglutinierende Sprachen zeichnen sich dadurch aus, dass man halt verschiedene Endungen an Wörter anhängt, um ihre Funktion anzuzeigen. Es ist also nicht so wie bei flektierenden Sprachen, wie wir das im Lateinischen haben, dass der Stamm sich irgendwie verändert oder verändern kann und dann sehr viele Informationen tragende einzelne Endungen vorkommen, sondern es gibt für jede Funktion eine einzelne Endung. Hier ich den Satz Rita-san wa neko ni uo-o oder Sakana-o tabe-sasenai. Also Rita lässt die Katze den Fisch nicht fressen. Das Verb hier ist tabe-sasenai und da stecken auch allerhand Informationen drin. Was nicht drin steckt, ist ein Tempus, weil das moderne Japanisch kein Tempus kennt. Werde ich später bei Gelegenheit mal erklären. Was aber drinne steckt, pardon, ist die Negation, nai, und der Kausativ, das ist auch ein Modus, also eine Redeweise. Kausativ sagt an, dass man jemanden veranlasst, etwas zu tun oder dass man etwas geschehen lässt. Und tabe ist hier der Verbstamm. Also im Lateinischen, im Japanischen stecken halt keine Zeiten drinne, aber dafür halt Aspekte oder Positiv-Negativ-Informationen oder halt auch der Modus, wie er hier gezeigt ist. Und als letztes Beispiel habe ich einen norwegischen Beispielsatz genommen. Ist ja mit dem Deutschen etwas näher verwandt, aber ich wollte eine Fremdsprache nehmen, damit, ja, damit halt deutlicher wird, also dass es sich um Übersetzungstipps handelt, aber ich hätte das Beispiel auch auf Deutsch einfach nehmen können. Der Satz ist Hagen blerudde amurfaren igor. Also der Garten ist gestern vom Großvater aufgeräumt worden. Blerudde. Blerudde ist auch wieder perfekt, aber diesmal perfekt passiv.
was man im Norwegischen, genauso wie im Deutschen oder im Englischen auch anders macht als im Lateinischen, obwohl es ja dieselbe Sprachfamilie, also indogermanische Sprachen ist, ist, dass man ein Hilfsverb benutzt, um das Passiv auszudrücken. Hier haben wir ble, also das ist das Perfekt von bli, werden, und das ist dann also ist worden. Und ja, rydde ist das PPP, das Partizip Perfekt Passiv von rydde aufräumen. Hier haben wir halt die Möglichkeit, dass ein Verb sozusagen nicht selbstständig die Informationen enthält, sondern dass ihm noch ein Hilfsverb beigeordnet wird, um alle Funktionen, die innerhalb dieser Sprache in einem Verb vorhanden sind, anzuzeigen. Hilfsverb ist halt eine Möglichkeit, um sowas auszudrücken, oder die andere Möglichkeit, die ich gerade schon genannt habe, sind Partikeln, die angehängt werden, oder hier wie im Beispiel des japanischen Sasu oder Nai, was Verbalsuffixe sind, wie wir sie im klassischen Japanischen ja auch schon haben. Im modernen Japanisch sind das halt auch Verbalsuffixe. So, nun habe ich Sätze vorbereitet oder Beispiele für Transitivität und Intransitivität. Und ich habe da erstmal zwei Merksätze gemacht, damit man sich überhaupt merkt, was das bedeutet. Also, Verben, die als Prädikate ein direktes Objekt erfordern, sind transitiv. Jetzt die Frage, was ist ein direktes Objekt? In den Sprachen, die wir kennen, ist das das Akkusativobjekt. Und je nachdem, wie eng oder weit man den Begriff Transitivität definiert, können da jetzt auch noch Objekte in anderen Kasus drunter fallen. Ich habe dafür unten mal ein Beispiel gemacht. Aber erstmal merken wir uns transitiv, wenn es ein direktes Objekt hat, und ein direktes Objekt ist in der Regel ein Akkusativobjekt. So, solche ohne direktes Objekt sind intransitiv. Und dann habe ich Beispielsätze gemacht, auf zwei Zeilen verteilt, jeweils drei Stück. Und ich habe hier mit intransitiven Verben angefangen. Zum Beispiel, ich schlafe. Schlafen hat ein Subjekt, nämlich hier in dem Fall ich schlafe, hat aber kein Objekt. Der nächste Satz ist Kattenmaler, ist norwegisch und heißt die Katze schnurrt. Und das ist im Norwegischen wie im Deutschen intransitiv und hat kein direktes Objekt. Nächstes Beispiel ist Chinesisch. Wo Ming Baile. Ich habe verstanden. Also man kann sagen, ich habe verstanden oder ich verstehe. Da haben wir aber den Fall, dass es zum Beispiel unter Umständen auch transitiv sein kann. Also ich verstehe, was du meinst. Das kann unter anderem ein direktes Objekt haben, muss es aber nicht unbedingt. So, dann haben wir die zweite Zeile mit Beispielen. Da habe ich transitive Verben und da habe ich auch gleich ein chinesisches Beispiel genommen, was ganz interessant ist. Ta shui jiao. Er schläft. Das ist im Chinesischen nämlich so, dass es eine Verb-Objekt-Verbindung ist. Shui, das erste der beiden Zeichen in dem Verbkomplex hier, bedeutet schlafen, ist aber im Chinesischen transitiv. Das heißt, es erfordert ein Objekt. Und deswegen haben wir Shui Jiao. Jiao ist der Schlaf, also man schläft einen Schlaf. So. Als nächstes haben wir einen deutschen Beispielsatz: Judas verriet Jesus. Klarer Fall: jemanden verraten. Das direkte Objekt des Satzes ist da Jesus. Und als letztes, hoppla, Reflexion. Als letztes haben wir noch einen lateinischen Beispielsatz: Fur aurum rapuit. Der Dieb stahl das Gold. Der Dieb fuhr ist das Subjekt, das direkte Objekt im Lateinischen auch im Akkusativ ist aurum, und rapuit ist dritte Person Singular
Indikativ perfekt aktiv, also eher Stahl. So, nun ist die ganze Sache nicht so einfach. Man kann nämlich durchaus in Probleme geraten, dieser Transitivität und Intransitivität. Und deswegen habe ich hier eine Kategorie Achtung gemacht. Und habe als erstes auch gleich wieder ein Beispiel aus dem Lateinischen genommen, was halt sehr gängig ist. Und zwar das Verb helfen. Das ist im Lateinischen adiuvare. Und wenn wir hier in die Mitte schauen, haben wir te adiuvo. Also adiuvo, ich helfe. Und te, wem helfe ich? Da sagt der Römer nicht wem, sondern wen helfe ich. Da steht also das Ziel der Hilfe im Akkusativ. Deswegen habe ich da a drunter geschrieben. Im Deutschen würde man natürlich sagen, ich helfe dir, und dir steht dann entsprechend im Dativ, darum d darunter. Es ist natürlich durchaus richtig, te adiuvo als ich helfe dir zu übersetzen, klarer Fall. Wenn man jetzt selber persönlich Wert darauf legt, den Kasus beizubehalten, die Transitivität beizubehalten, dann kann man auch, wenn es das gibt, ein Synonym nehmen, wie zum Beispiel ich unterstütze dich. Unterstützen und helfen sind ja Synonyme voneinander, nur mit dem Unterschied, dass Unterstützen halt ein direktes Objekt hat, das im Akkusativ ist. Also ich unterstütze dich. Genau, das ist der erste Fall von Achtung. Also man kann nicht immer unbedingt alle Kasus und alle Transitivitäten ins Deutsche übertragen aus einer Fremdsprache oder vom Deutschen in eine Fremdsprache. Das nächste Beispiel, das wir haben, ist ein Beispiel aus dem Finnischen. Minä rakastan sinua. Ich liebe dich. Da habe ich P drunter geschrieben. Und zwar ist es so, dass lieben ja auch ein transitives Verb ist. Allerdings ist es bei den Finnen so, dass sie zwar einen Akkusativ haben, den aber verhältnismäßig selten benutzen. Das direkte Objekt markieren sie meistens mit dem Fall, der mit P anfängt, mit dem Partitiv. Partitiv zeigt an, na, in der Regel, dass nicht das gesamte Objekt irgendwie Teil oder Ziel der Handlung ist oder dass ja, das Objekt in Anführungsstrichen nicht komplett umgesetzt wird. Ich habe jetzt ja als Beispiel mal genommen, ich liebe dich, also Mina Dakastan Sinua. Wäre das ein Akkusativ, hätte es eine andere Form, dann wäre es Sinun. Aber das sagt man halt einfach nicht, weil Rakasta, das ist der Infinitiv von Rakastan ist, weil das einfach den Partitiv erfordert. Und das gibt manchmal Unterschiede bei der Übersetzung. Wenn man zum Beispiel sagen möchte, ich esse Fisch, dann würde der Fisch auch im Partitiv stehen, obwohl er im Deutschen Akkusativ ist. Wenn man aber sagen möchte, dass man einen ganzen Fisch aufgegessen hat, dann würde man sagen, ich esse Fisch, und der Fisch stünde dann im Akkusativ, weil dann nämlich der ganze Fisch Ziel der Handlung des Essens ist und beim Essen umgesetzt wird. So, und der letzte Achtungfall ist ein japanischer. Osaka wa 260 man no jinko ga arimasu. Osaka hat eine Einwohnerzahl oder eine Bevölkerung von 2,6 Millionen. Im Deutschen ist es so, dass haben ein transitives Verb ist, wen oder was hat man eine Bevölkerung. Im Japanischen ist es allerdings so, dass hier zum Beispiel dieses Aru einfach eine besondere Klasse von Verb ist. Das sind Existenzverben oder ja, Verben der Existenz oder des Vorhandenseins. Und ja, gerade bei Aru ist es so, dass es dass die deutsche Übersetzung haben, besitzen, über etwas verfügen, zwar mit dem Akkusativ steht, aber das japanische Verb haben zum Beispiel erfordert ein Subjekt im Nominativ, das die Nominativpartikel ga hat. Gut.
Ja, wir können also zwei Lehren daraus ziehen, nämlich im engeren Sinne sind nur Verben, die ein Akkusativobjekt erfordern, transitiv. Wobei das nicht unbedingt auf alle Sprachen übertragbar ist. Manche Sprachen haben zum Beispiel einfach keinen Akkusativ oder benutzen den Akkusativ verhältnismäßig selten, um das direkte Objekt zu markieren. Da hatten wir das finnische Beispiel. Das heißt also, wir bleiben lieber bei der allgemeineren Formulierung direktes Objekt. Also im engeren Sinne ist es zwar nur mit Akkusativ, aber ganz grob kann man sich merken, transitive Verben haben ein direktes Objekt und intransitive Verben haben halt kein direktes Objekt. Und das Zweite, was wir uns merken können, ist, Transitivität kann nicht immer bei der Übersetzung übertragen werden. Das liegt halt entweder daran, dass in manchen Sprachen bestimmte Kasus nicht vorkommen oder seltener verwendet werden, oder es liegt halt einfach ja, an den Sprachgewohnheiten oder an der Beschaffenheit der Sprache, wie zum Beispiel bei dem lateinischen Beispiel, wo helfen nicht mit Dativ steht, wie im Deutschen, sondern mit Akkusativ. Da wäre helfen dann in der Tat im Lateinischen adiuvare. Und transitiv, während es im Deutschen halt intransitiv ist, weil es halt mit dem indirekten Objekt steht. Oder Verben der Existenz oder des Habens, wie zum Beispiel aru im Japanischen, welches halt einfach die Nominativpartikel erfordert, wohingegen das deutsche Pendant dazu ein Akkusativobjekt hat.